Wir werden jetzt gleich mit dem Frühstücksgranola beginnen. Sie sind sicher schon neugierig darauf, weil wir das ja so oft angekündigt haben. Und möchte mal die ersten Ingredienzien hier zeigen. Hier haben wir feine Haferflocken und auch grobe. Ich mische gerne grobe und feine Haferflocken. Man kann, wer es möchte, kann auch nur grobe nehmen oder nur feine. Wenn man nur feine Haferflocken nimmt, dann wird es ein bisschen klumpiger. Je nachdem, wenn jemand also mehr Klümpchen haben möchte oder wer es eher so verstreut haben möchte, der kann dann die groben nehmen und bei den feinen verklumpt sich's ein bisschen mehr. Also ich habe es jetzt gemischt, sodass wir halb-halb haben. Gut, also hier haben wir mal die Haferflocken und dann geben wir gemahlenen Sesam dazu. Hier habe ich 100 Gramm, ich habe jetzt die doppelte Menge vom Rezept. Sie bekommen dann die Rezepte, ich denke vielleicht in 15 Minuten, wenn Sie hier sein, dann können Sie mitschauen und werde jetzt diesen Sesam mahlen. Das ist wichtig, dass der Sesam gemahlen ist. Denn wenn der Sesam nicht gemahlen ist, dann marschiert er wieder, so wie Sie ihn gegessen haben, hinten hinaus. Und er ist kein Nutzen für Ihren Körper, außer dass er eine peristaltikfördernde Wirkung hat. So, ich werde jetzt hier mit dem Thermomix mahlen. Ich gebe jetzt den Sesam dazu. Dann kommen die Sonnenblumenkerne. Ebenfalls 100 Gramm. Die ich mir wieder abwiege. Sie haben ja gehört, wie wertvoll der Sesam ist, enthält sehr viel Kalzium. Hier haben wir die Sonnenblumenkerne, die wertvolle Eiweißspender sind. Die lassen wir ganz. Sonnenblumenkerne. Und dann haben wir noch die Kokosflocken, ebenfalls 100 Gramm. Ich habe ganz bewusst nicht alles vorbereitet, damit Sie es mitverfolgen können und auch besser verstehen können, was hineinkommt. Hier haben wir jetzt die Kokosflocken und dann kommen noch Walnüsse, aber Sie können auch Mandeln nehmen oder Haselnüsse. Nur die sind aus eigenem Anbau. Und hier haben wir dann 200 Gramm, also pro Rezept 100 Gramm, aber ich habe die doppelte Menge. Und jetzt brauche ich das heiße Wasser. Ich vermische das jetzt. Und löse jetzt den Honig in heißem Wasser auf. Brauche ich einen Viertel Liter mal als erstes. Pro Rezept einen Viertel Liter. Oder 200 Milliliter. Soll nicht zu nass sein, sonst braucht es dann zu lang. Und dann nehme ich pro Rezept nämlich 3 Esslöffel Honig. Dass es leicht gesüßt ist. Die weitere Süßung holen wir uns dann, wenn wir das Granola schon am Tisch haben mit den Früchten und mit Milch dann gegessen werden. Da kann ich dann die weitere Süße mit dem Obst haben. Also hier haben wir mal eine Portion. Ich nehme heißes Wasser. Kannst du mir noch so eine Portion herrichten? 3. Ja.
Ich nehme heißes Wasser, damit der Honig sich schön auflöst und dann sehr schön verteilt wird. Jetzt kriege ich dann noch eine Portion mit 3 Esslöffel Honig. Und dann haben wir dieses Granola schon fertig zusammengemischt. Also Sie sehen, es geht, wenn man das einmal schon weiß, wie die Ingredienzien zusammengehören. Und wenn man die zu Hause hat, dann kann man schon sehr schön und sehr schnell so ein Frühstücksgericht anfertigen. So. Jetzt wird das wieder verrührt. Und ich habe schon die Backbleche hergerichtet. Das wird jetzt gleich in der Küche gebacken. Und zwar so wie einen Streusel wird das jetzt hier aufgebröselt. So, da kann man jetzt schon das erste hinunterbringen in die Küche. Es wird so aufgebröselt. Und ich denke, wenn Sie so sehen, wie das gemacht wird, werden Sie das zu Hause sofort nachmachen. Bin ich ganz sicher. Als ich meinen ersten Kochkurs besuchte vor 30 Jahren bei der Hermine Klein, da habe ich überhaupt gelernt, mit Vollkornsemmeln zuzubereiten und halt die ersten Gerichte einfach, auch vegetarische Leibchen. Und zu Hause habe ich sofort angefangen, das umzusetzen. Und wenn man das nämlich sofort macht, dann vergisst man es nicht. Sonst hat man ja immer eher ein bisschen Angst, etwas Neues zu beginnen. Aber das ist jetzt wichtig, dass Sie das ganz genau sehen, wie man das macht. Also wir haben auch ein paar Klümpchen dabei. Wir haben beide Varianten in einem. Sie werden also bei 180 Grad ungefähr gebacken. Zuerst 20 Minuten. 20 bis 30 Minuten und dann lasst man den Spalt etwas offen vom Backrohr und trocknet es noch eine halbe Stunde, bis sie wirklich ganz trocken sind. Man muss dann ausprobieren, weil wenn die innen noch nass sind dann, und ich bewahre sie in einer Dose auf, dann können sie, oder überhaupt, dann kann das schimmelig werden. Ja, es muss ganz trocken sein. Und dann können Sie dieses Granola überall mitnehmen, wo Sie auf Reisen sind oder sonst irgendwo unterwegs oder verschenken, jemand anderen eine Freude machen. Schmeckt wunderbar. So, jetzt darf dieses Blech auch hinuntergetragen werden. Dankeschön. Und jetzt kommen wir dann zu den Leibchen. Ich bräuchte jetzt eine Hilfe für die Induktionsplatte. Um die einzuschalten. Und das gehört gewaschen, bitte. Das brauche ich sofort wieder. Nun kommen die Sonnenblumenkerne. Ich werde jetzt in der Zwischenzeit dann einen Naturreis aufkochen, damit Sie auch sehen, wie man einen Naturreis kocht. Und werde jetzt die Sonnenblumenkernleibchen zeigen. Hier müssen wir das Gemüse aufkochen zuerst.
Wir haben die doppelte Menge jetzt, weil wir viele Personen sind, machen wir mit 400 Gramm Sonnenblumenkerne. Werde ich hier abwiegen. Und hier kochen wir jetzt in der Zwischenzeit das Wasser auf für den Naturreis. Also das sind jetzt 400 Gramm, die doppelte Menge, damit jeder auch heute von diesen herrlichen Leibchen kosten kann oder essen kann. Und die werden wir jetzt fein mahlen. Also kann ich mir weggehen. Es wird jetzt laut. So. Geht schon. Also Sie sehen hier die Sonnenblumenkerne gemahlen. Das ist eine große Menge und mit diesem Mixer geht das sehr gut. Ich bräuchte jetzt eine Schüssel, dass ich das hineingeben kann. Und ich bräuchte jemand, der mir noch ein Gemüse schneidet. Hier ist jetzt der Paprika, der hineinkommt in die Leibchen, der wird jetzt ganz klein würfelig geschnitten. Die Zwiebel haben wir schon vorbereitet und die Kartoffel und der Sellerie, der werden jetzt fein gerieben. Da bräuchte ich noch einen Helfer, der mir das reibt. So, bitte hier herüber. Bitte hier die Sellerie. Die Schüssel brauchen wir, ja. Kannst du herüberkommen? Achso, macht schon. Ja, ganz fein, mit der feinen. Ja. Und ich werde in der Zwischenzeit hier auf dieser Platte ganz hoch einmal. Wir werden hier jetzt das Gemüse dünsten. Die Zwiebel haben wir ja schon vorbereitet. Ja, kommt Wasser hinein. Und da werden wir jetzt Wasser nehmen. Im Rezept, das ist das Rezept Nummer 3, sind angegeben bei der doppelten Menge 600 Milliliter Wasser. Wir nehmen aber nur die Hälfte, 300 Milliliter. Und mit dem Wasser wird das Gemüse gedünstet. Die Zwiebeln haben wir da, das machen wir hier. Und etwas Gemüsebrühe gebe ich hinein zum Andünsten für die Zwiebeln. Gebe ich einen Esslöffel hinein. Dann kommen die Zwiebeln hinein und das wird jetzt gedünstet. Und dann kommen noch die Paprika dazu und geriebener Sellerie und geriebene Kartoffel. Das wäre für diese Sonnenblumenkernleibchen mit Gemüse. Ja. Hergeben. So. Also ich kann jetzt schon hier die Sonnenblumenkerne hineingeben in die Schüssel. Ich
wiege mir die Hirseflocken ab. Die kommen auch als trockene Zutaten dazu. Das wären 2 mal 130 Gramm. Also hier haben wir die Sonnenblumenkerne, die gemahlenen. Ja, danke. Und jetzt. Und jetzt können noch die Kartoffeln gerieben werden. Gell? Danke. Entschuldigung. Hier wird es auch gleich kochen, das Wasser. Da können wir gleich ein Salz hineingeben. Auch reiben. Auch ganz so fein reiben, ja. Hier gebe ich etwas Salz hinein. Man darf nicht zu viel Salz nehmen beim Naturreis, sonst bleibt er hart. Also ich gebe nur bei der großen Menge, kann ich einen Teelöffel hineingeben. Und sonst wäre eine Prise, für eine kleine Menge ist eine Prise ausreichend. Dann werden wir den Reis hineingeben. Ein kleines bisschen runter, ja. 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 Ja, genau, da werde ich dann später runtergehen, ja. So, wunderbar. Dann kann man schon die Paprika reingeben. Oh, es brutzelt schon ganz schön. Es wird dann ein wunderbarer Duft durch diesen Raum streichen. Danke für Ihre wunderbare Hilfe. Dankeschön. Muss man nicht das letzte Restl des... Achso, da ist noch eine, ja. Mhm. Passt. So, gehen wir das hier rauf wieder. Ich bräuchte jetzt noch eine Schüssel, aber ich glaube, wir haben keine mehr, gell? Muss ich einen Topf hernehmen? Ja, große, ja. Nimm mir einen Topf her. So, als nächstes werden wir die Reisplätzchen vorbereiten. Backen tun wir sie erst, wenn das Granola fertig ist, weil der Ofen jetzt belegt ist. Ich habe jetzt keine große Schüssel mehr. Jetzt werde, oder ich gebe das da hinein, machen wir so. Schaut schöner aus. Nehmen wir diese Schüssel und geben hier Naturreis hinein, gemahlenen Naturreis. Den habe ich hier, nehme ich auch die doppelte Menge. Das wären 500 Gramm, muss ich erst abwiegen. Also das ist Naturreis gemahlen. Jetzt haben wir 500 Gramm. Kommen wir wieder daher. Dankeschön. Dann kann man die Kartoffel jetzt dazugeben, gell? Jawohl, da hinein, ja, danke. Also hier haben wir jetzt den Naturreis gemahlen. Wir geben eine, also ich gebe jetzt eine Prise Salz dazu. Dann brauche ich wieder 200, brauche ich Wasser und Kescherkerne.
Die werden wieder mit dem Thermomix gemahlen. Sie können Kescherkerne auch mit diesem kleinen Mixer mahlen. Wenn man jetzt nur eine kleine Portion macht oder mit einem normalen Mixer. Wichtig ist, dass die Kescherkerne ganz fein pulverig gemahlen sind. Ich kann einfach jetzt eine kleine Portion hier machen, dass Sie das kennenlernen, wie man auch mit einem anderen Mixer arbeiten kann. Und die doppelte Menge sind jetzt 140 Gramm. Die gebe ich hier in den Thermomix, weil es eine größere Menge ist, beziehungsweise 100 Gramm und 40 mache ich dann hier, damit Sie das sehen. 100. Gramm. Na, muss ich so machen. Ich möchte es Ihnen eben hier auch zeigen, weil mit Kescher arbeite ich relativ viel. Als Marinade, als Soße. Hier habe ich jetzt einfach ein paar hineingegeben. Jetzt gehen wir da herüber. Und das ist das Geheimnis, wie man eine gute Soße, Keschersoße zubereitet, dass man es zuerst pulverig mixt, ganz gleich, also man kann es auch in einer Kaffeemühle pulverig mixen und dann mit dem Stabmixer mit dem Wasser noch cremig mixen oder milchig. Ich messe mir jetzt das Wasser ab, 400 Milliliter brauche ich da, weil ich nehme mal die Hälfte, ein Viertel Liter. Gehen wir ein bisschen hinein von dem. Wer kennt diesen Mixer von den Teilnehmern? Niemand. Also für diese Küche wunderbar geeignet, vor allem für Ein-Personen-, Zwei-Personen-Haushalt. Ja. Ganz klein, auf kleiner Flamme. Ganz klein. Ja. Na, es geht schon. So, jetzt sehen Sie, dass das eine wunderbare Milch oder Sahne ist. Kann man Marinaden machen und vor allem als Sahneersatz und als Fettlieferant für solche Kekse. Also jetzt haben wir hier das Reismehl. Für diese Küche braucht man schon ein paar gute Geräte. Das sieht man, gell? Also, wenn man das gut zubereiten möchte, ist das notwendig. Also, jetzt gebe ich hier diese Keschermilch hinein. So, jetzt kann man das abwaschen gehen. So, das auch. Magdalena. Magdalena, das auch. Das auch, da ist noch was. Jetzt verrühre ich das einmal.
Das wird jetzt ein Teig für die süßen Plätzchen. Ich gebe jetzt Zitronenschale, ungespritzte, hinein. Genau, danke. Es bringt dem auch ein gutes Aroma. Ich würze mit ganz natürlichen Sachen, eben auch mit Vanille Natur kommt noch dazu. Ich habe auch zu Hause meine eigenen Zitronenbäumchen. Wenn ich keine ungespritzte Zitrone bekomme, dann kann ich mir immer meine Zitrone aus meinem eigenen Garten holen. Bin ich immer froh. Dann haben wir noch die Vanille Natur. Jetzt mal suchen, wo sie ist. Und dann kommt noch Ahornsirup dazu. Und wir lassen es dann ein bisschen stehen, weil wir dann die Bleche warten müssen, bis wir die Bleche haben. Ahornsirup, ja. Das ist so ganz ein kleines Döschen. Ich habe es da stehen gehabt. Sehr gerne, ja. Jawohl, das ist. Hier haben wir die Vanille Natur. Sie haben gestern gehört im Vortrag, dass die andere Vanille aus Holz hergestellt wird. Ne? Und das ist jetzt die Naturvanille, kostet natürlich viel, gell? Aber wir gehen sparsam um. Wir wollen sie ja mit dieser Küche nicht arm machen. Für die doppelte Menge können wir schon so ein halbes Teelöffel voll nehmen. So. Danke. Und jetzt geben wir noch den Ahornsirup dazu und mehr benötigen wir nicht. Das wären die doppelte Menge 200 Milliliter. Aber Sie können auch Honig nehmen. Aber einen Honig, der jetzt nicht so intensiv schmeckt, vielleicht eben den, es gibt da so verschiedene Honigsorten, die keinen starken Honiggeschmack haben. Und der Teig darf ruhig etwas dünner sein. Wenn er mir jetzt zu dünn wird, dann kann ich noch ein bisschen Reismehl dazugeben. Aber ich lasse es jetzt einfach einmal einziehen. Das ist vielleicht ein klein bisschen zu dünn. Aber das lasse ich jetzt einfach stehen. Noch etwas einziehen. Und wenn wir die Bleche haben, dann machen wir das fertig. So, jetzt kommen wir zu den Sonnenblumen. Kernleibchen. Die können wir jetzt fertig machen. Dazu benötigen wir jetzt auch die Hirseflocken. Sind hier. Die muss ich mir noch abwiegen. Ich brauche die doppelte Menge sind 260 Gramm. Also das ist ein feines Gerät, hier kann man auch gleich immer abwiegen und ganz genau. 260 Gramm. Verrühre ich das. Dann hole ich mir das Gemüse. Das habe ich jetzt gedünstet. Ich werde aber jetzt das Salz gleich da hineingeben. Ich brauche 3 Teelöffel Salz. Für die doppelte Menge, sonst 1,5. Und dann kann man ja immer noch nachwürzen.
Also das ist jetzt schön gedünstet, damit wir nicht lange braten müssen und damit eben das wirklich durch ist. Ne? Sonst wäre es ja halb roh, würde nicht durch werden. Und jetzt geben wir das in diesen Sonnenblumenkernen, Hirseflockenmix. Sie können statt Hirseflocken auch Haferflocken hernehmen, aber dann bitte die feinen. Und jetzt kommt nachher der zweite Teil Wasser noch dazu. Den schütte ich da hinein, damit wir auch das alles herausbekommen, was da noch drinnen klebt. Und hier ist auch ein Geheimnis, dass diese Laibchen nicht so, also eher die Konsistenz weicher ist, dann sind sie einfach saftiger. Sonst werden sie schmecken, wenn sie ein bisschen fester sind, auch gut, aber noch besser schmecken sie, wenn sie etwas weicher sind. Früher habe ich den Teig immer etwas fester gemacht, aber jetzt schaue ich immer, dass es ein bisschen weicher ist. Und jetzt werde ich das verrühren, nehme ich mir einen Kochlöffel. Aha, das Wasser fängt jetzt an zu kochen. Und dann kommen noch die Gewürze dazu. Die habe ich hier. Da habe ich Thymian. Dann habe ich Basilikum. Und dann Oregano. Und damit wäre jetzt die Grundmasse schon fertig. Jetzt verrühre ich das. Und da es noch etwas heiß ist, kann ich es noch nicht mit den Händen formen. Muss es ein bisschen auskühlen lassen. Und in der Zwischenzeit bekomme ich vielleicht ein paar Bleche aus der Küche. Ich habe ein paar andere noch mitgenommen. Vielleicht sind sie noch da. Zwei reichen. Also das ist jetzt gut verrührt. Ich muss jetzt kosten, ob ich noch ein bisschen Salz dazugeben muss. Nein, das reicht. Jetzt lassen wir es hier stehen. So, jetzt sind wir beim Reis. Wer hat schon Naturreis gekocht? Aber nicht alle. Das Geheimnis ist, dass man 30 Minuten den köcheln lässt und ein Teil Naturreis und zwei Teile Wasser. Also das ist das Mengenverhältnis. Und jetzt lasse ich es 30 Minuten köcheln und die Platte dann auf klein. Wenn es so richtig wallt, dann gehe ich auf kleiner.
und lasse es 30 Minuten köcheln, wo der Deckel so ungefähr halb, also so einen kleinen Spalt offen ist. Und dann nach 30 Minuten müsste das Wasser angezogen sein schon, müsste der Reis das Wasser angezogen haben, sodass kein Wasser mehr drinnen zu sehen ist. Und dann kann man abschalten, aber noch stehen lassen, dann noch einmal 30 Minuten stehen lassen. Dann ist er erst richtig durch. Entschuldigung, darf ich was sagen zu deinem Naturreis? Ja. 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 Ja, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie man etwas kocht oder wie man etwas zubereitet, und ich mache es in dieser Art. Ne? So, dann schauen wir noch da, wie das sich schon ein bisschen angezogen hat. Ja, da kann man noch ein bisschen Reismehl dazugeben. Man könnte es auch so machen mit dieser Konsistenz, aber dann haben wir ganz flache, also wenn man es weicher macht, haben wir ganz flache, und ich gebe einfach noch ein klein bisschen dazu. So. Das wäre jetzt schon soweit. Ja, 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 das geht schon, machen wir zuerst. Jetzt zeige ich die Plätzchen. Brauche ich noch ein paar Rosinen, einen kleinen Löffel. Also ich zeige es jetzt vor und andere dürfen es dann weitermachen. Sie sehen also, es wären richtige Plätzchen, die wären so ganz flach. Und da gebe ich überall dann eine Rosine in der Mitte drauf. Am besten mit einem kleinen Löffel und ganz eng beisammen, wenn wir heute viele haben. So in dieser Weise tun wir sie jetzt auf das Backblech. Ich mache jetzt eine Reihe und dann darf Magdalena fortsetzen. Also überall in der Mitte dann eine Rosine. So, Magdalena, jetzt darf ich dich bitten, dass du es weitermachst. Das lassen wir noch ein bisschen auskühlen, es ist noch nicht so weit. Na, der kann so bleiben. Ich gehe dann, wenn er überkocht, gehe dann weg. Ja, danke. Und ich fange jetzt an, die Walnussbällchen zuzubereiten. Ich brauche eine Schüssel. Nimm den Topf, ja, genau. Die Walnussbällchen werden aus gemahlenen Walnüssen, aus zerdrücktem Tofu, gewürzt mit etwas Shoyu, Basilikum, Oregano, dann mit Zwiebeln, ganz fein gehackt, Petersilie, Kräutersalz zubereitet. Und etwas Bröseln noch zum Binden, falls es notwendig ist. Ich werde jetzt als erstes die Walnüsse mahlen. Kann ich gleich so. Wir machen, Moment, jetzt muss ich nur schauen, 200, 400, 600. Bisschen mehr wie die doppelte Menge. Gramm normalerweise für ein Rezept. Das sind jetzt die Eiweißlieferanten. Wird auch hier wieder gemahlen. Jetzt wird es wieder laut. Schauen, ob schon fein. Ein kleines bisschen noch.
Wenn man sie zu lange malt, dann werden sie klebrig. Und wir wollen sie ja nicht unbedingt klebrig haben. Also schön pulverig. Das wären jetzt die Walnüsse, die gemahlenen. Die geben wir hier herein. Der Reis kocht jetzt sehr stark, könnte dann die Gefahr sein, dass er übergeht. Jetzt gehen wir zurück, dass er nur leicht wallt. 30 Minuten, jetzt ist 11 Uhr, dann sind wir es 11:30. In der Zwischenzeit können Sie der Magdalena zuschauen und auch mir. Hier haben wir jetzt den Tofu. Der ist schön weich, dann geht es schon einmal leichter. Den schneide ich jetzt so in Streifen. Dass Sie das auch gut sehen. Also wenn man jetzt einen Fleischwolf hat oder ein Faschiergerät, kann man es faschieren. Und jetzt wäre eben diese Arbeit hier, das zu zerdrücken. Das könnte wieder jemand übernehmen. Ich danke recht herzlich. So, jetzt habe ich noch eine Gabel. Jawohl. Tun wir das dabei daher. Da habe ich die Zwiebel ganz fein geschnitten. Die kommen jetzt zu den Walnüssen dazu. Und hier können Sie es mir einfach schon da hereingeben, gell? Wenn sobald eine kleine Menge schon fertig ist. Dann kommt auch noch Petersilie dazu. Und dann werden wir die Brösel noch abwiegen. Habe ich auf den falschen Knopf gedrückt? So. Jetzt funktioniert's. So, das wallt schön, das ist wunderbar so. Und würzen tue ich mit Shoyu-Soße. Die habe ich hier. Oder Tamari. Und dann mit Kräutersalz. Das ist Tamari.
Das wird, ist fermentiert. Es ist statt Suppenwürze, statt Maggi. Und wird aus Sojabohnen hergestellt. Fermentierte Sojabohnen und Salz. Bei manchen ist noch Weizen dabei. Aber hier die Tamari ist aus reinen Sojabohnen. Ja. Steht hier. Sojabohnen, Wasser, Meersalz. Und dann auch noch Reis und Kochi, weiß ich nicht, was das ist, ein Ferment. Das werden wir schon ein bisschen verrühren. Und immer vorher dann ein bisschen kosten, wie viel Kräutersalz wir noch jetzt brauchen. Erkläre ich gleich mein Kräutersalz, das ich selber hergestellt habe. Ich mache also das Kräutersalz selbst, entweder aus Meersalz oder Himalaya-Salz als Grundlage, also das Salz, und gebe dann meine Kräuter aus meinem Anbau, also was ich im Garten habe, und was mir fehlt, das kaufe ich mir dann dazu. Petersilie ist die Grundlage, es sind die meisten Kräuter, oder Sellerieblätter, dann kann man noch Basilikum dazugeben, etwas Dill, etwas Oregano, dann diese Brunnenkresse, also die verschiedensten Kräuter, die man im Garten hat, dann kommt etwas Knoblauchpulver noch dazu und etwas Zwiebelpulver. Das wäre also dieses Kräutersalz, steht in meinem Buch, das Rezept, in dem dicken Buch. So, jetzt kann man schon mal das, kann ich das schon reingeben, dann drunter mischen. Danke. So, wunderbar, danke. Ich muss gleich mit der Würze wieder vermischen. Und diese Walnussbällchen werden im Rohr gebacken. Die Laibchen machen wir in der Pfanne. Da könnten wir uns gleich jetzt eine Pfanne aufstellen. Haben wir noch eine größere? Hier, die da. Genau, nehmen wir die größere. Wir können ja gleich zwei laufen lassen, dass wir jetzt die größere hernehmen. Magdalena, ich brauche deine Hilfe. Ja, mit der zum Einschalten, gell? Ungefähr 6. Wunderbar, danke. Dann werde ich schon einmal anfangen, ein Laibchen zu formen für Sie, damit Sie sehen, wie das aussieht, wie sich das zubereiten lässt. Nehme ungefähr so einen Löffel voll, einen gehäuften, und forme mir so ein Laibchen. Von der Konsistenz her passt's. Wenn jemand von Ihnen sich die Hände wäscht, darf er so ein Laibchen machen. Wer möchte, dass er das einmal im Gefühl hat und in der Hand hat. Ne? Also wer möchte, der darf sich die Hände waschen gehen und dann so ein Laibchen formen. Also man kann sie größer oder kleiner machen. Dann ist es auch gut, wenn man die Hände immer wieder etwas nass macht, dann kann man es besser formen, wenn die Hände nass sind. Nicht so dick sollten sie sein. Sonst schmecken sie nicht so gut. Nicht so, wie es üblicherweise bei Frikadellen der Fall ist, sondern etwas flacher. Drückt man dann so nieder. Ja, genau. So, bitteschön. Hier haben wir dann ein Wasser, wo wir die Hände waschen können. Das ist zu viel.
Also Sie sehen, es ist nicht so einfach. Also bitte kommen Sie. Geht schon, ja. Und ein bisschen flachdrücken, ja. So. Also es ist eher weicher, die Konsistenz. Nass, mit nassen Händen ist es leichter. Und die gemahlenen Sonnenblumenkerne binden das Ganze. Das geht ganz schnell. Also wenn sobald es heiß ist, wird es gebunden. Und ich habe eben auch diese zwei Rezepte ausgewählt für heute, weil sie damit bereits einen sehr gesunden Eiweißlieferanten haben, statt Fleisch, also ein Fleischersatz, der sehr gesund ist. Kann man auch, ja, hier auch einschalten. Und wenn man das einmal gelernt hat, dann geht es schon leicht. Und wichtig ist, dass man es immer sieht. Denn nur nach einem Rezept tut man sich schwer. Es sind immer so ein paar Tricks damit verbunden. Und wenn man noch den Rand ein bisschen glatter haben will, tut man einfach so mit der Hand noch das ein bisschen schöner machen. Du musst ja die Hände waschen. Keines. Ja, danke. Danke, dass Sie das jetzt gesagt haben. Ich habe es versäumt. Ich habe es jetzt versäumt zu sagen, dass ich kein Öl hineingegeben habe. Denn Sie sollen heute zum ersten Mal wahrscheinlich in Ihrem Leben kennenlernen, wie man solche Leibchen schmackhaft ohne Öl zubereiten kann. Und beim ersten Mal, wenn man das jetzt zubereitet, dann, so, wo ist der Deckel? Ich brauche viele Helfer. Hier können wir jetzt, wenn wir es auf der ersten Seite machen, also es werden auf beiden Seiten gebraten, wenn man es auf der einen Seite macht, beim ersten Mal, also auf der ersten Seite, dann wir zudecken, damit das wirklich schön durch wird. Und beim zweiten Mal tun wir den Deckel nicht drauf lassen. Ja, nochmal einen Teller. Ja, ganz auf kleiner Flamme, gell? Es darf nicht verbrennen. Na, braucht man nicht. Das ist eine beschichtete Pfanne. Bitte, Sie können ruhig Fragen stellen, weil das ist wichtig, wenn Sie jetzt ich weiß auch nicht immer alles richtig zu sagen, ja. Und deshalb ist es gut, wenn Sie Fragen stellen, wenn Sie jetzt etwas nicht ganz genau verstanden haben, gell? Also die Pfanne ist beschichtet. Das ist also ein wichtiger Grundsatz, weil sonst bleibt es kleben. Hier bleibt also das Leibchen nicht kleben und ich brauche kein Öl. In Ihren Schriften schreiben Sie, dass man Rapsöl nicht erhitzt, dass man Rapsöl erhitzen darf. Aber beim Vortrag haben Sie gesagt, dass man Rapsöl. Ja, das ist die neueste Erkenntnis. Dass man Rapsöl nicht erhitzen darf. Ja. Das habe ich erst kurz vor dem Vortrag erfahren, weil ich mich mit einer Expertin unterhalten habe und sie hat auch gesagt, also hier sind der Rauchpunkt ist zu hoch und deshalb sollte man kein Rapsöl nehmen. Das ist ja momentan so ein Rapsboom, ne? Und das ist immer das Problem. Auch kaltgepresstes Olivenöl darf man erhitzen. Aber nicht viel, also lieber nicht, also ich mache es nicht. So, jetzt brauche ich das Kräutersalz. Geben wir mal 2 Teelöffel noch dazu. Für die Walnussbällchen, die muss ich jetzt würzen. Und die werden im Rohr gebacken und die können wir eben auch dann gleich zubereiten.
Bitte? Ja, ich habe jetzt in Österreich eben eine Mühle ausfindig gemacht. Da werde ich dann vorbeischauen und mir das genau anschauen. So, jetzt koste ich da. Mhm. Ja, mehr brauche ich nicht. Ist schon gesalzen. Ja, Mittelhitze. 180, ja. 170, ich kenne den Herd nicht, gell? Ja. Na, schon auch 20 Minuten. Also ich kenne jetzt den Herd nicht, der ist ein bisschen zu heiß gewesen. Das geht relativ schnell. Muss ja erst drauf kommen, sie sind ein bisschen dunkler geworden. Aber sind bereits schon fest, lassen sich wunderbar drehen. So. Muss ich wahrscheinlich noch eins runtergehen. Mhm. Und wie viel Grad muss man da gehen? Also der Reis zieht schon schön an. Das Wasser ist schon bald weg. Jetzt gehen wir da noch hinein, ein paar Leibchen. Wenn man jetzt beim Wenden dann den Deckel drauf lässt, dann kann passieren, dass die Leibchen sich aufquellen. Dann sind sie nicht so schön. Kann man auch, ja. Nur dann sind sie noch etwas, trocknen sie zu sehr auf durch die Umluft, wenn man es im Umluft macht, ja. Jetzt werden wir dann gleich das Gemüse machen. Könnt ihr unten könnt ihr auch welche backen. Es ist noch eine Pfanne unten, gell? Ja, sonst haben wir Neger. Wenn es zu heiß ist, dann haben wir... Aha, da ist noch eine Pfanne. Schau, da ist noch eine Pfanne für unten. So, den Rest werden wir unten in der Küche herausbacken. Ich bräuchte noch ein Blech, bitte, mit Backpapier. Ja, gleich unten alles fertig machen. Da brauche ich dann die Pfanne. Jetzt zeige ich, wie die Walnussbällchen geformt werden. Ich muss mal schauen, dass mir da nichts anbrennt. Mhm. Haben wir da noch? Die sind, glaube ich, noch nicht so weit. Also da muss man immer dabei bleiben. Ja, nicht sich ablenken lassen. So, richten wir schon her, dann legen wir sie dann da drauf. Ohne Ei und sie halten. Okay. Die werden im Rohr gebacken. So haben Sie beide Varianten dann kennengelernt. Wenn sie zu nass wären, könnte man noch Brösel dazugeben, wenn sie zu trocken sind, müsste man noch Sojamilch, ein bisschen Sojamilch oder Wasser dazugeben. So steht es in der Angabe, im Rezept. Haben Sie schon die Rezepte? Noch nicht. Sind auch im Schnitt. Ja, da haben wir einige Nachtschicht eingelegt, gell, um das alles vorzubereiten.
Ich habe eine Frühschicht eingelegt. Ich bin früh aufgestanden und habe es dann hier alles vorbereitet mit Else. Also hier kann mir wieder jemand helfen, die Kugeln zu machen. Hände waschen bitte und dann hierher kommen. Sie können sie größer oder kleiner machen, wie Sie wollen. So, bitteschön. Jetzt schauen wir wieder bei den Leibchen. Ja, so sieht es jetzt. Sie können ein bisschen heller sein, könnten Sie auch, aber so gehen Sie. Sie sollen nur nicht so dunkel sein. Die gehen wir jetzt da drauf. Haben wir jetzt noch einen Topf für den Induktionsherd? Für zwei Töpfe brauche ich dann für die Soße. Ja, gehen die beiden da? Wunderbar. Also jetzt kommen einmal die Leibchen heraus hier und wer möchte, kann diese Pfanne mit hinunternehmen und die können unten dann mehr machen. Wir werden jetzt hier das Eiweiß aufstellen, da einen Blick hineinwerfen, ob das schon so weit ist. Na, da braucht es wieder länger. Na, das ist ja das Geheimnis, wenn man einen Herd hat, den man nicht kennt, dann ist es immer schwierig. So, Sie können in der Zwischenzeit die Leibchen anschauen und sich freuen dann aufs Essen schon. Und jetzt werden wir mal das Eiweiß aufstellen. Gebe ein bisschen Wasser hinein. Ein bisschen Gemüsebrühe. Man könnte es aber genauso auch mit der Mari machen. Man kann also hier mit diesen Sachen würzen. Weil jetzt, das ist eine Klare von Genovis ohne Geschmacksverstärker. Ein Esslöffel. Also ich verwende nicht viel. Und dann brauche ich das Gemüse. Das habe ich. Der Paprika, habt ihr den noch nicht drauf gebracht, gell? Ja, da ist er. So. Hier haben wir für die Soße Eiweiß, Gemüsesoße. Zu den Leibchen und zu diesem Essen benötigt man, oder auch wenn Naturreis dabei ist, benötigt man immer ein bisschen etwas Saftiges. Ne? Deshalb zeige ich gleich zwei Soßen, also eine Paprikasoße und eine Tomatensoße. Hier habe ich jetzt die Zwiebeln. Das kann alles ein bisschen größer sein, muss nicht so klein sein. Das wird jetzt angedünstet. In Wasser mit etwas Gemüsebrühe. Also nicht, es wird nicht gebraten. Ich weiß, dass es bekannt ist, nur alles anzubraten mit Öl. Und Sie lernen hier das Kochen ohne anzubraten. Das ist also die gesündeste Variante zu kochen, die gesündeste Möglichkeit. So habe ich es auch gelernt in meinen Ausbildungen. Und ich habe es dann festgestellt, vor allem an mir selber, dass die Entzündungsneigung heruntergeht, wenn man nicht gebratene Sachen isst. Das ist jetzt für mich sehr wichtig gewesen, aber auch für andere. Und ja, erhitzte Fette, Sie haben es im Vortrag gehört, können Entzündungen hervorrufen. Und das ist erst im letzten Jahrhundert aufgekommen, dass man alles bratet. Das hat's früher, hat man kaum etwas von dem so verwendet, alles anzubraten. Aber das ist einfach die gesündeste Küche, Sie sollen das wissen. Von der Zeit her haben wir jetzt den Reis. Er hat bereits, also, kann man gleich zeigen, Wasser gezogen. Also es ist nur mal ganz wenig da oben. Und jetzt könnte
könnte man ihn schon abschalten. Wie kommt es, dass es nicht an? Ja, das ist wichtig. Da eben. Deshalb gebe ich den Reis in das Koch. Die Dame hat gerade gefragt, was ich tue, dass das nicht anbrennt. Deshalb gebe ich den Reis in das kochende Wasser hinein und schalte dann gleich zurück auf kleine Flamme, dass es 30 Minuten köchelt. Und jetzt tun wir es noch 30 Minuten einziehen lassen. Und dann ist er trocken. Ja, das ist gleich welcher. Also hier dünsten schon die Zwiebel an. Und jetzt gebe ich noch das Gemüse dazu. Hier haben wir roten Paprika und Auberginen. Das lassen wir jetzt dünsten. Und einen Deckel. Das ist der da. Jetzt schauen wir gleich zu unseren Leibchen, die schon ein bisschen angebraten sind. Ja, das ist zu wenig. Da kommt überhaupt nichts. Dann müssen wir höher raufgehen. Schauen wir, ob das dann funktioniert. Genau. Jawohl, dann kann ich da gleich das nächste angehen. Wir haben ja heute viel vor. Ich meine, 10 Rezepte, das aber mit fleißigen Helfern geht das. Das wird gedünstet, ja. Immer mit wenig Wasser ist dünsten. Kochen ist mit viel Wasser. Aber das ist eben das gesunde Kochen mit Dünsten. Hier kommt ein bisschen Wasser wieder hinein. Wieder etwas Gemüsebrühe. Aber die Gemüsebrühe riecht sehr nach Gemüsebrühe. Also wirklich kein Aroma drin. Es ist in dieser hier, es gibt auch welche, die ich habe keine andere bekommen. Ich bin ja hier nicht zu Hause. Es ist Hefeextrakt drinnen. Etwas. Als Würze. Ne? So, dann wie hoch geht das hinein? Gut, die Tomate brauchen wir. Die Zwiebeln zuerst. Das wird jetzt angedünstet. Sehr gut, sind wir gleich fertig. Sobald im Backrohr was soweit ist, können wir es dann backen. Sehr gut, kann ich das auch zeigen. Also wir werden jetzt die Tomatensauce auch beginnen zu machen. Für die da, ja. Und die Reisplätzchen fertig machen. Ja, 2 reichen, ja. So, jetzt sind wir bei den Tomaten. Da möchte ich noch etwas dazu sagen. Also wir haben alles biologisch eingekauft. Und bei den biologischen Tomatendosen ist innen eine Beschichtung. Denn ich habe Ihnen ja auch gesagt, dass die Säure mit dem Aluminium eine Verbindung eingeht und das dann Alzheimer fördert, ne? Deshalb ist das auch ein wichtiger Punkt. Ich persönlich habe meine eigenen Tomaten und ich wecke meine Tomaten schon seit Jahren selber ein, damit ich keine solchen Dosen kaufen muss. Also die anderen. Das sind natürlich auch teurer, aber ich weiß ja nie vorher, ist das mit Plastik oder ist das eben mit Metall. Und hier haben wir, also die habe ich im Bioladen gekauft und die sind in Ordnung. In Glas gibt es auch, ja. Also wir geben jetzt die Tomaten dazu. Etwas haben wir auch aus eigenem Anbau mit, von meiner Gastgeberin. Gehen wir auch dazu. So, jetzt haben wir es heraus. Können gleich entfernt werden. Und jetzt geben wir noch ein Lorbeerblatt dazu. Oder 2 Stück. Und das wird jetzt gedünstet. Hier das
kocht schon ganz gut. Das kann man auch weggeben. Da werden wir ein bisschen zurückschalten. Und das lassen wir jetzt einfach dünsten. Da brauche ich noch einen Deckel. Danke, ja, super. Brauche ich noch einen Deckel. Der passt, wunderbar. Ah, ja. Hier ist eine selber gemachte Tomatensauce. Auch aus eigenem Anbau. Gehen wir noch dazu. Ich wollte es einfach zeigen, dass man aus eigenem Anbau die Sachen haltbar machen kann und dann nicht diese Dosen kaufen muss. Das ist eben ein großer Vorteil. Da haben wir zurückgegangen, da haben wir ausgeschalten. Sehr gut. Gut, dann werde ich jetzt zeigen, wie man für die Eiweißsauce die Soße macht. Wir werden das alles im Thermomix mixen. Und da mache ich eine Soße aus Kescherkernen, aber ganz wenig. 50 Gramm, also die doppelte Menge. Ich habe hier die doppelte Menge genommen, sind 50 Gramm. Zeigt wieder nicht an. Gramm sind sehr wenig für diese Menge. Man muss nämlich auch mit den Kescherkernen aufpassen, dass man nicht zu viel verwendet. Das belastet die Leber. Das ist ja ein Fett. So, jetzt werden wir das. Manche kriegen Verdauungsprobleme. Es kommt immer darauf an. Es ist ganz individuell. Der eine verträgt das nicht und der andere das nicht. Und so muss jeder auch herausfinden, was ihm gut tut. Aber er soll einfach wissen, mit Nüsse sparsam umgehen, also nicht so viel. So, jetzt zeige ich es Ihnen. Wenn man natürlich solche Rezepte machen möchte, ist ein Mixer wichtig. Sie können es mit dem Stabmixer auch probieren, aber hier hat man es jetzt pulverig gemixt und da kommt jetzt das Gemüse hinein, das bereits gedünstet ist. Ein kleines bisschen braucht es noch. Bitte? Ja, Kartoffel ist ein sehr wertvolles Gemüse oder Grundnahrungsmittel. Ein bisschen Wasser noch dazu, ein bisschen höher schalten. Ein kleines bisschen braucht es noch. Ich zeige Ihnen inzwischen das Rezept mit den Karobkugeln. Dazu benötigen wir Datteln, die werde ich etwas mit Wasser aufdünsten, damit sie weich sind, sonst würde das nicht gut funktionieren. Kann ich mir das hernehmen? Ich sage Ihnen inzwischen die Ingredienzien von den Karobpralinen. Wir haben wieder die doppelte Menge. Im normalen Rezept sind 250 Gramm Datteln. Hier haben wir dann jetzt 500 Gramm und 400 Gramm Haselnüsse. Also Sie sehen, wir haben relativ viel Nüsse in den heutigen
Rezepten, weil das essen sie nicht bei einer Mahlzeit. Also heute dann kosten, gell? Also nicht zu viel davon nehmen. Aber sie dürfen auch etwas mit nach Hause nehmen. Also wir haben hier Haselnüsse drinnen und Datteln, die wir dann zum Mousse machen. Und auch etwas Walnüsse kommen noch dazu. Und Karob, das lernen Sie wahrscheinlich zum ersten Mal jetzt, das Karobpulver kennen aus dem Johannesbrot. Also 500 Gramm brauche ich jetzt von den Datteln. Schauen wir wieder, ob es eingeschalten ist. Die sind entkernt, ja. Aber ich schaue immer, mir ist das schon passiert, dass ein Kern drinnen geblieben ist. Ich werde sie durchschauen alle. Oder jemand von Ihnen kann mir helfen, die durchzuschauen. Also jetzt brauchen wir mal. Na, vor allem, wir haben dann diese Steine drinnen, ne? Diese Kerne drinnen. Das ist nicht fein, wenn die zerschlagen sind. Jetzt haben wir mal 250 Gramm. Und Magdalena, kannst du bitte schauen? Wir geben es dann in diesen Topf hinein. Wenn du einfach mit einem Messer jetzt durchschaust, ob da... Es ist mir schon passiert und dann ist es natürlich nicht so fein. Gut. Jetzt gebe ich hier das Gemüse hinein. Hier haben wir also wieder das Kescherpulver. Und gebe hier das Gemüse hinein. Und das wird dann gemixt. Sie können es auch ohne Kescherkerne machen. Dann einfach am Schluss ein bisschen kaltgepresstes Öl dazugeben. Ist auch möglich. Jetzt geben wir den Rest noch da hinein. Aber wir geben dann die Soße wieder da hinein, wieder zurück. So, jetzt wird das gemixt. Da kommt die Soße wieder hinein. Wir lassen es da, danke. So, ist schon ein Backrohr, ist nichts frei, gell? Die Kekse sind gleich frei. Aha, dann kann man die Bällchen hineingeben, ja. So. Und jetzt werden wir das mixen. Schauen wir mal, ob es schon cremig ist. Kann man schon lassen. So, ja. Jetzt brauchen wir noch Salz. Irgendwo habe ich es hingestellt. Da, ja, ist schon da. Gut. Also man könnte auch Knoblauch dazugeben, wie man möchte. Wenn man diese Soße bis zum nächsten Tag aufbewahren möchte und man hat Kescherkerne dabei, dann ist es wichtig, dass Sie das aufkochen noch einmal. Weil die Kescherkerne und überhaupt Nüsse sehr schnell sauer werden, ja. Muss man eben aufpassen. Weil manchmal bleibt auch etwas übrig.
auch so die gleiche Temperatur und auch so 20 bis 30 Minuten. Schauen dann, ich erkläre das gleich. Also wenn wir die jetzt im Rohr backen bei Mittelhitze, so ungefähr 30 Minuten, aber bitte schauen Sie mal nach und schauen Sie die verkehrte Seite an. Wenn Sie da unten bräunlich sind, dann sind Sie fertig. Man sieht es jetzt an der Oberfläche nicht so gut. Sie sollen nicht zu lang drinnen sein, denn dann werden sie zu trocken. Also so ungefähr 20 bis 30 Minuten, aber bitte schauen. Ich werde jetzt kurz kosten, ob die Soße schon den Geschmack hat, den es haben soll. Sie haben gesehen, es sind Zwiebeln drinnen, Paprika, Auberginen, Salz, Kescherkerne und Wasser. Mehr ist das nicht. Bitte? Aiwa. Es ist leicht süßlich, also ich brauche noch etwas Salz. Paprika ist ja süßlich und Paprika hat eben sehr viel Vitamin C. Sehr viel Antioxidantien. Der rote ist natürlich am besten. Das ist ja eigentlich der reife. Der gelbe ist unreif? Nein, der gelbe auch nicht. Der ist auch reif. Der wird auch. Zuerst sind sie grün oder manche sind grünlich. Also es gibt eben so viele verschiedene Sorten. Das wäre dann schon fertig. Ja, jetzt kann man es lassen. Jetzt gehört noch der Thermomix gewaschen. Danke. Schauen wir mal zu unseren Tomaten. Die müssen wir dann mit dem Pürierstab pürieren. Lassen wir noch ein bisschen kochen. Schauen wir, was unsere Datteln machen. Also die sind schon fertig. Könnte man das hier hergeben. Schauen wir uns nochmal das Rezept von den Karopralinen an. Also 500 Gramm Datteln. Und aha, da steht das. Unten steht Wasser, ja, oben steht es nicht. 100 Milliliter Wasser, beziehungsweise für die doppelte Menge 200 Milliliter. So, ich bräuchte ein bisschen Wasser. Das ist jetzt fertig. Wer möchte mir gerade schnell Wasser holen gehen, bitte? Dankeschön. Und wir wiegen jetzt den zweiten Teil der Datteln ab. Und dann dürfen Sie sich wieder beteiligen mit dem Kugeln formen. Können Sie sich schon überlegen, wer Hände waschen geht und sich daran beteiligt. So. Das wären jetzt die Datteln, abgewogen, müssen wir wieder zerteilen. Also wir zerteilen sie. Dankeschön. Bei den Datteln ist sehr wichtig, dass ich nicht mehr Wasser nehme, als angegeben ist. Also für die normale Menge 100 Milliliter. Denn wenn ich zu viel Wasser nehme, dann werden diese Kugeln ganz weich. Und dann zerfließen sie womöglich. Ne? Oder kleben dann zusammen. Also die sollen eine gute Konsistenz haben. Und sie werden jetzt ein bisschen mit Wasser aufgedünstet und dann mit einer Gabel zerdrückt. Oder mit einem Pürierstab. Aber ich möchte Ihnen zeigen, dass man das auch mit der Gabel machen kann. Ich
bräuchte jetzt ein paar Gabeln, wenn jemand so lieb ist, mir Gabeln aus der Küche zu holen. So, jetzt haben wir es gleich. Dann kommt das Wasser dazu, dann werden wir das kurz dünsten. Bitte, wie schaltet man ein? Wer kennt sich aus? Dankeschön. Funktioniert nicht. Ich bitte, dass jemand kommt und einschaltet. Also wir brauchen 200 Milliliter. Einschalten hier. Ah, bei der Stufe. Ne? So. Ganz hohe mal jetzt, ganz auf 10. Einen Deckel braucht man. Danke, passt schon. Klappt. Wunderbar. Schaue ich mal beim Reis nach, wie der aussieht. Ja, quillt schon auf, sehr schön geworden. Wunderbar. Etwas nachsalzen müssen Sie dann selber. Kann man immer nachher noch wunderbar machen. So, das ist schon fertig, das stellen wir hierher. Jetzt werde ich noch zeigen, etwas ganz Besonderes. Sie haben gesehen, ich habe hier Schnitzel, Kürbisschnitzel. Hier haben wir das herrliche Beta-Carotin. Und meistens braten die Menschen das im Fett heraus. Und ich zeige dir, wie man das panieren kann mit Walnüssen und wie das im Rohr gebacken werden kann. Und dann können Sie es kosten, wie wunderbar das schmeckt. Sie können es also mit Kescherkerne panieren oder mit Walnüsse, mit gemahlene Walnüsse. Da werden wir uns jetzt gleich noch welche abwiegen. Da bräuchte ich dann irgendwelche Teller, wo man das dann wenden kann. Vielleicht ein bisschen was Größeres. Für die Walnüsse zum Panieren. Also Walnüsse und Kescherkerne nehmen wir her. So, wir werden das jetzt abwiegen. Jetzt brauche ich noch 100 Gramm für die Bällchen. Aber das ist die doppelte Menge, da braucht man wahrscheinlich 200. Für die Karopralinen braucht man 200 Gramm Walnüsse. So, 200 Gramm. Und auch wieder nicht zu lange mahlen, also dass es nicht weich ist, beziehungsweise... Für die Karopralinen kann es ruhig etwas weicher sein, aber für die Streusel bzw. fürs Panieren schon die Datteln dünsten schon fest. Ja. Schalten wir wieder ab, lassen wir es einziehen und die werden, wenn sie weich sind, kann man sie schön mit der Gabel zerdrücken. Tschüss. Ja, das wäre gut. Ja, das ist gut. Ja. Schüsseln haben wir keine größere.
Oder da ist eine. Die brauche ich. Für die Karopralinen brauche ich eben jetzt eine Schüssel. So. Gut, da kommen jetzt die Walnüsse hinein. Und dann mahle ich die Haselnüsse. Gramm. Bedenken Sie, das ist immer die doppelte Menge, gell? Und das ergibt sehr viel Masse, sodass Sie nicht erschrecken, wenn wir so viele Nüsse haben. Sie lernen jetzt, ich habe heute komprimiert eben ganz viel gemacht, dass Sie lernen, mit Nüsse zu arbeiten. Ich denke, Sie verstehen das schon, gell? Weil das eben die gesunden Fett- und Eiweißlieferanten sind und vor allem der richtige Fleischersatz. Und Sie verstehen jetzt auch, dass man für so eine Küche auch einen guten Mixer braucht, oder? Kleine Mengen können Sie ohne weiteres mit diesen Geräten. Vor allem für meine Kochkurse, da brauche ich immer große Mengen. Also das wären jetzt die Haselnüsse. Das sind also schon Nusspralinen, kann man sagen. Gell? Was jetzt wichtig ist, das könnte die Magdalena jetzt schon vorbereiten. Diese könnte man entweder, man kann sie ein bisschen salzen auf beiden Seiten, aber sie sollten nass sein. Wenn sie nicht nass sind, dann hält die Panier nicht. Da kommen jetzt nur ein bisschen Salz drauf, aber nur ganz wenig. Also manche können es auch ohne Salz essen, denn es schmeckt wunderbar. Auch ohne Salz. Also wer Salz einsparen will, braucht keins draufgeben. Und die werden jetzt links und rechts nur, und deshalb müssen sie ein bisschen nass sein. In gemahlene Nüsse, man kann also Cashewkerne hernehmen oder Walnüsse, gewendet, das ist paniert, und dann im Backrohr auf einer Folie gebacken. Und die sind auch in 30 Minuten, 20, 30 Minuten fertig. Das ist auch ganz köstlich. Ja, ein bisschen feucht machen, gell? Und Blech, und dann kannst du das panieren und ich richte in der Zwischenzeit die Walnüsse her. Bitte? Ja, kannst du machen. Gut, dann gehen wir noch die restlichen Walnüsse, die wir hier haben. Gehen wir da hinein. Und können jetzt für die Panier, für eine Art der Panier, das machen. Und dann für die andere mit den Cashewkernen. Also muss man ganz kurz, dass ja nicht so fein wird. Ich habe gesehen, das da kann man hernehmen. Und die Magdalena wird es Ihnen dann gleich zeigen, wie man das paniert. Und ich brauche dann ein paar Helfer für die Datteln zum Zerdrücken. Also einmal mit, man kann also etwas Reismehl auch dazugeben, zu dem hier. Moment, tun wir das Reismehl, das ist hier. Die Panier kann man also mit gemahlenen Walnüssen, gemahlenen Cashewkernen und etwas Reismehl machen. Sie können auch ein Weizenmehl dazu nehmen. Auch dieses Getreide kann man in dem Thermomix malen, eine kleinere Menge, 300 Gramm kann man darin malen.
Also dieses Rezept haben Sie jetzt nicht dabei, das müssen Sie sich dann aufschreiben. Ich habe nämlich diesen schönen Kürbis gesehen beim Einkaufen und da habe ich mir gedacht, das möchte ich Ihnen jetzt auch noch zeigen. Also ist heute ein langer Tag, gell? Was Sie sollen, weil ich nur einmal jetzt hier bin, sollen Sie gleich recht viel kennenlernen. Also jetzt haben wir mal eine Panier, dann machen wir die zweite noch mit den Kescherkernen, dann können Sie schon anfangen. Ein bisschen einen größeren Teller, weil so wie der ist, vielleicht ist unten einer, wäre fast besser. So, dann holen wir den. Bitte, ist wo einer? Ja, größer, flach und größer, so wie der eine hier. Na, es muss flach sein. So, dann wollen wir noch die Kescherkerne malen. Und dann nähern wir uns schon langsam dem Finale. Ja, dann mache ich die Marinade für die Salate oder dann gehe ich dann, das Letzte, was ich mache, sind dann die Salate. Und Sie dürfen aber in der Zwischenzeit ohne weiteres sich beteiligen, wer möchte. Also am Kugeln machen und so weiter. Weil Essig die Verdauung blockiert, vor allem die Stärke. Habe ich auch wieder meinem eigenen Körper erlebt. Salat mit Essig und Öl hat bei mir fürchterliche Krämpfe ausgelöst. Weil eben, wenn man einen schwachen Darm hat, das nicht verdaut wird. Ja. Und bleibt liegen und macht dann Krämpfe und Blähungen. Jawohl, das passt, super. Gut, dann wollen wir das... So, die Damen sind schon bereit. Ja, du kannst schon panieren. Kann gut drauf sein. Genau. Und oben kann man so ein bisschen draufstreuen noch. Ja, genau so. Machen es mal ohne Salz und Sie können dann, wenn Sie wollen, können Sie noch ein bisschen salzen. Gell? Ja, beide Seiten. Oh, ich sehe schon drauf. Ja, das passt schon so. Gut so. So drauf geben, ja. Gut, dann gebe ich einmal den Damen die Aufgabe mit den Datteln. Damit sie auch beschäftigt sind. Gell? So, dann tun wir da mal welche herein. Da können Sie. Hier kann schon jemand zerdrücken mit der Gabel. Das braucht man. Eine braucht man für die Kescherkerne. Da kann man auch welche. Oder nehmen wir den Teller her, der ist besser. Die gehen wir jetzt weg. Derweil einmal. Also es muss zerdrückt werden. Ein Plätzchen suchen zum Zerdrücken, du möchtest auch. Gut, dann habe ich noch eine Portion. So. Bitte schön. So, jetzt zeige ich die Panier mit der Kescherkerne. Wenn wir nicht so viele Walnüsse mehr haben. Ah, den hast du da, ja, genau. Bitte. Ist anstrengend, kriegt man Muskeln. So, dann geben wir noch Reismehl dazu. Schauen wir, wo das hingewandert ist. Da war ein Zwick. Da
Darf ich nur schauen, ob das Reismehl hier ist? Ja, Reismehl ist hier. Ja, gebe ich das noch her. Danke. Da kommt jetzt ein bisschen, also nicht so viel. Ist anstrengend? Ja, ja. Deshalb habe ich die Arbeit abgegeben. Damit ich nicht zum Schwitzen komme, gell? Jetzt darfst du schwitzen. So, da haben wir jetzt das. Jetzt brauche ich noch für die Karob-Mischung. Also hier habe ich für die Karob-Bällchen, die Karob-Kugeln, brauche ich jetzt dazu noch das Karob. Das wären die doppelte Menge, sind 6 Esslöffel. Gebe ich hier dazu. Man kann ruhig gehäufte Esslöffel nehmen. Karob ist sehr gesund und auch etwas süßlich. Das kann man jetzt auflösen und dann kann man es als Kakao nehmen und etwas Milch dazu. Und so hat man auch schon einen Ersatz. Also mit Karob kann man wunderbar Kakao ersetzen und ist also wertvoller und hat vor allem nicht diesen süchtig machenden Stoff drinnen. So, jetzt habe ich also die Nüsse mit dem Karob vermischt. Also das wären jetzt die Nüsse für die Pralinen. Und da kommen jetzt die Datteln dazu. Bitte? Die kriegen Noten, ja. Aber die freuen sich ja auch, wenn sie das essen dürfen. So, danke. Es kann sein, dass ich ein klein bisschen Wasser dazugeben muss, weil das ziemlich verdunstet ist. Aber das sieht man dann eh beim Verrühren. Genau, ja. Also das Wasser, wenn man eins noch dazugeben muss, erst ganz zum Schluss. Weil zuerst bemühen wir uns, dass wir das wirklich gut, haben wir einen großen Löffel? Einen großen Löffel. Die werden dann halbiert, ja, dass jeder halbes hat. Ja. Danke, ja, der große da. Ja, kannst du runtergeben. Mhm. Ah, es sind eh nur mehr 2 übrig, gell. Da haben wir die Kescher gar nicht gebraucht, gell. Aber Sie haben es jetzt gesehen, man kann es mit Kescher auch machen. Machen wir die letzten 2 mit Kescher, dass Sie sehen. Ja, habe ich noch gerichtet. So, das schaut jetzt alles sehr trocken aus. Aber das muss man jetzt gut verrühren. Und etwas Wasser werden wir da jetzt schon brauchen. Also das hängt dann immer davon ab, wie viel Wasser verloren gegangen ist durchs Dünsten. Ich hoffe, Sie sind schon hungrig. Ja. So, ein klein bisschen werden wir hineingeben. Das wären 100 Milliliter. Für die doppelte Menge, für eine wären es 50 Milliliter, mehr braucht man wahrscheinlich nicht. So. Und Vanille kommt auch noch dazu. So. Und dazu brauche ich jetzt auch wieder einen Teller mit Kokosflocken, dann nehmen wir den her. Und die Kokosflocken, darf mir jemand suchen, wo die sind? Müssten irgendwo da unten stehen, bitte. So. Also hier haben wir jetzt für die Karob-Pralinen schon die fertige Masse. Ich muss also jetzt das, was noch trocken da herumfliegt, muss ich jetzt binden. Das
muss alles eine klebrige Konsistenz haben. Ja, da hinein. Man kann die Karo-Pralinen sehr gut einfrieren, dann schmecken sie noch leckerer, wenn man sie tiefgefroren isst, weil die frieren nicht so ein, dass sie ganz fest sind, sondern sie bleiben also leicht weich und können sofort das aus dem Tiefkühlfach hergenommen werden und gegessen werden. Und es ist eben gut, dass Sie sehen, wie man das macht. Weil Sie haben gesehen, also jetzt habe ich ein bisschen Wasser gebraucht. Normalerweise geht es ohne, aber ein bisschen habe ich gebraucht. So, jetzt habe ich schon vermischt, es ist nichts Trockenes mehr herum. Und jetzt könnte man anfangen, die Kugeln zu formen. Da braucht man jetzt auch Tabletts. Da unten ist ein Glasteller. Die kommen dann da hinein, werden gewälzt in Kokosflocken und sind dann hier. Aber ich werde noch ein klein bisschen kosten, ob sie gut geworden sind. Jawohl, sind in Ordnung. So, können sich jetzt welche beteiligen? Vielleicht ein bisschen zur Seite gehen, dass nicht alle hier sind. Vielleicht auf der anderen Seite jemand oder da in der Ecke kann auch jemand sein und sich jetzt beteiligen am Kugelformen. Denn wir gehen jetzt dann schon zur letzten Phase, dass wir Salat zubereiten. Aber ich mache jetzt die Tomatensauce fertig. Die ist sicher schon so weit, dass man sie mixen kann. Das mache ich mit dem Stabmixer, muss aber das Lorbeerblatt noch herausnehmen. Wo kann man das einstecken? Dankeschön. Ich gehe jetzt das Lorbeerblatt suchen. Da, zwei habe ich hineingegeben. Das war jetzt nur Zwiebel, Tomaten. Ein bisschen Gemüse, Frühpaste und Lorbeerblatt. Aber zum Mixen muss ich es herausnehmen, sonst wird mir das zu. Wird es mir mitgemixt und dann habe ich da drinnen lauter so kleine Dinger. So, jetzt haben wir es gefunden. Jetzt muss ich noch aufpassen, dass es nicht spritzt, dass er besser ist, ein bisschen ein höherer Topf. Und dann brauche ich noch Knoblauchzehen dazu. Die werden wir da hineinpressen zum Würzen. Danke. Knoblauchpresse müsste auch irgendwo sein. Dankeschön. So, das ist jetzt schon püriert. Den kann man jetzt dann abwaschen gehen, den brauchen wir nicht mehr. Ups. Wir werden jetzt hier den Knoblauch hineinpressen. Wir haben gesagt, dass wir wahrscheinlich um eins essen werden, aber ich denke, wir werden sogar früher fertig. So, wir liegen sehr gut mit der Zeit. Nein. Nein. Nur wenn man empfindlich drauf ist. Gedünstet auf keinen Fall. Das ist ja auch gedünstet. Viele vertragen es roh nicht, aber normalerweise, wenn man so kocht, hat man keine Probleme. Es ist immer so, wenn man zu viel Süßigkeiten isst, das verträgt sich einfach nicht mit der gesunden Kost. Dann kriegt man viel Blähungen.
Danke. Ah, ich habe eh eins stehen da. Danke. Oh, das ist lieb, ja. Das ist lieb. So. Bitte? Wie lange so zwischen einer und anderen Stunde? 5 bis 6 Stunden, ja. Ja, wenn man vollwertig ist, dann braucht es auch länger, bis das. So, wir können jetzt noch einen Tomatenmark dazugeben. Wir werden es jetzt einfach abschmecken. Ein bisschen Salz werden wir auch brauchen. Tomatenmark bräuchte man fast gar nicht, aber das ist auch ein gesundes Tomatenmark aus dem Bioladen. So, dann werden wir noch Basilikum dazugeben, die Gewürze, Oregano, Basilikum. Und ich kann dann noch verfeinern mit ein bisschen Keschersahne. Also hier haben wir Basilikum und dann noch etwas Oregano. Gesalzen haben wir es auch noch nicht, müssen wir auch noch ein bisschen Salz dazu geben. Es war ja nur ein bisschen Gemüsebrühe dabei. Das würde nicht ausreichen. Aber sie soll ja etwas süßlich sein, die Tomatensauce. Auch das andere ist leicht süßlich. Die Eiweißsoße. So, dann nehmen wir mal Kosten. Also ein klein bisschen Salz brauchen wir noch. Und dann mache ich noch ein bisschen Keschersoße dazu, zum Verfeinern. Dann haben wir auch das Fett dabei. Die mache ich jetzt in dem kleinen Mixer. Der ist wahrscheinlich unten, oder da. Sehr gut. Jawohl. Die kann man jetzt eventuell schauen, dass sie unten warm gehalten werden in einer Pfanne. Gell? Gut, dann brauchen wir wieder ein paar Kescher, ganz wenige. Also das ist ein wichtiges Prinzip, zuerst trocken mixen. Ich schaue, dass der Mixer auch trocken ist, sonst verklebt das. Wie geht's? Gut. Super. Zwischendurch mal die Hände abwaschen, gell? Handtuch ist auch da. Da kommt jetzt ein bisschen Wasser dazu. Also nicht viel, damit es dick bleibt, damit die nicht zu dünn wird. Aber so die Konsistenz würde passen. So, das kommt jetzt da hinein, die Tomatensauce. Das ist fertig hier. Darf ich das bitte weiterreichen? Lassen wir nichts verloren gehen, da müssen wir ein bisschen ausspülen. Auch hier kann man noch das ein bisschen ausspülen mit ein paar Tropfen. So, jetzt sind wir fertig. Wer es also dicker haben möchte, müsste man es binden mit Mehl. So, das werde ich gleich mal kosten. Ja, so passt es jetzt. Die Kescherkerne sind ein bisschen süßlich und dadurch wird
brauche ich auch kein Honig oder irgend sowas dazugeben. Es ist dann leicht süßlich und auch durchs Tomatenmark. Also das ist fertig. Kann man jetzt da stehen lassen. Einen Deckel braucht man noch. Der ist da. Gut. Das wäre jetzt wieder zum Abwaschen, bitte. Das lassen wir da. Und jetzt gehen wir zum Salat. Haben Sie schon die Rezepte? Nein, haben Sie gar nicht mitschauen können. Aber Sie können mich nachher fragen, wenn Sie die Rezepte anschauen, dass Sie sich dann, was Sie nicht verstanden haben, dass Sie dann einfach Notizen machen. Auf der ersten Seite gleich haben wir die bunte Salatschüssel. Wir haben also da die Blattsalate schon vorbereitet. Und da zeige ich Ihnen eben das Avocado-Dressing. Und beim gemischten Rohkostsalat, den machen wir mit kaltgepresstem Olivenöl, Zitronensaft. Und da mixe ich jetzt mit dem Thermomix, mixe ich jetzt das Gemüse. Habe allerdings also einen Apfel dabei, um das ein klein bisschen süß zu machen. Das sind so ein paar Ausnahmen, wo ich also Apfel oder sowas dazu gebe, aber sonst normal nicht. Nein, es geht nur darum, dass das ein kleines bisschen Süße hat. Ich meine, die Karotte ist ja schon süß, die rote Beete ist auch süß und da verträgt sich dann schon dazu. Sie schneidet jetzt etwas kleiner. Gehen wir hierher, damit das alles sehen. Also hier wird jetzt das Gemüse ganz klein gemacht. Ein bisschen Sellerie ist auch dabei. Na, also ich würde nicht sagen, dass jetzt der Salat verdorben ist. Es ist halt einfach, wir wollen ja, dass ich will Ihnen das Beste zeigen. Ja. Sagen wir so. Und wir wissen ja, was einfach hoch erhitzte und billige Öle für Auswirkungen haben. Aber wenn man jetzt einmal oder zweimal sowas nimmt, ist das sicher keine Katastrophe. Aber es kommt wirklich darauf an, was ich täglich esse, was ich täglich hier meinem Körper antue. Haben wir noch irgendwo ein Messer? Ein größeres. Ich sehe nämlich keins mehr. Danke. Ja, das geht besser. Danke. Ja, geht nicht besser. Na, dann geht es mit dem Kleinen noch besser. Danke. Mal schauen, ob das sich auch so biegt. Und eine, ja, auch noch kleiner. Und was wir noch brauchen, ist dann eine Schüssel für diesen Salat. Wir haben ja sehr vieles improvisiert, wie Sie sehen, und unsere Teilnehmer sind auch improvisiert, die helfen uns hier. Und Magdalena hat sich angeboten, mir zu helfen, und ich sehe gerade, was du für ein Segen bist für mich. Ich habe nicht gewusst, was auf mich zukommt, wenn ich hier stehe. Aber es ist bis jetzt gut gegangen. Ich hoffe, Sie haben alles verstanden und gut verfolgen können, auch die Zuschauer im Internet. Ja, dürfte gehen. Ja, die Äpfel auf der kleinen Schneiden. Dieses Rezept ist auch im Thermomix-Kochbuch drinnen. Man kann das beliebig variieren. Da muss man also das Gemüse ein bisschen zerkleinern, dass man es dann hineinschmeißen kann in den Thermomix und dann wird es schön gemixt. Da habe ich noch was. Magdalena, da habe ich noch was. Vielleicht noch aus unserer Vergangenheit. Magdalena hat mir zum ersten Mal etwas gezeigt. Sie war in Amerika in einem Gesundheitszentrum und von ihr habe ich erste Rezepte gelernt, die man so gesund kocht. Und wir kennen uns schon sehr lange, über 20 Jahre. Sie ist auch Krankenschwester gewesen. So.
Ich werde also das halbieren, ich werde nicht das Ganze hineingeben. Das soll nämlich dann eine sehr schöne Konsistenz noch haben. Also nicht ein Gatsch, wie wir in Österreich sagen, sondern ein bisschen körnig. Kann man so einen Thermomix in jedem Elektrogeschäft kaufen? Nein, den gibt es, glaube ich, nur über Thermomix-Vertreter. Ja. Bitte? Auf der Messe. Gibt es auch, ja. Bitte? Wer hat jetzt was gefragt? Na, roh. Das ist alles roh. Das ist reine Rohkost. Wir wollen zeigen, welche Rohkost es noch gibt. Das ist also... Oh, kein Strom. Na, ist schon da. Er hat sich ausgeschalten. Ich schaue mal, ob es so geht. Also auf Stufe 5... Also das darf man nur auf Stufe 5 machen. Ja, ich denke, das geht schon. Das ist dann so körnig noch. Gell? So schnell. Gell? Also ich glaube, Sie sind jetzt alle begeistert, gell, von dem Gerät. Ich habe diesen Mixer seit 12 Jahren und kann ihn nur empfehlen. Ja, der ist nicht billig. Sage ich lieber gar nicht, wie viel der kostet. Aha, es wäre fast besser, wenn ich die große Schüssel hätte. Magdalena, wir werden die große Schüssel nehmen. Dann tue ich mir leichter mit dem Zusammenrühren. Gell? Tun wir das jetzt da herein. Und dann nehmen wir die große Schüssel. So. Also wir haben ein bisschen Engpass mit den Schüsseln bekommen. Kannst einfach da ein bisschen anschwänzen. Ja. Wir haben ja geschirrt dich ja da. Da unten ist ein Geschirrtuch. Da unten ist ein Geschirrtuch, ja. Gut, dann werden wir die zweite Portion machen. Und gleich würzen. Fertig machen. So, danke, passt schon. Wunderbar. Ja, man kann es feiner auch. Ja. Ich habe es ja nur ein paar Sekunden gemacht. Ne? Und das ist so ein starkes Messer und so ein starker Motor, dass das in so kurzer Zeit so schön ist. Man kann auch Karottensalat da drinnen feiner, ohne Flüssigkeit. Ja. Das ist wirklich ein Traummixer. Aber er ist teuer, sagt sie Ihnen gleich. Da müssen Sie sparen. Ich habe 2 Jahre darauf gespart. Ich habe 2 Jahre darauf gespart, aber es lohnt sich. Man kann es auch auf Raten nehmen. Also wenn man es nicht schafft auf einmal. Also das ist eigentlich recht gut. Man kann auch kochen drinnen. Also was ich hier mit diesem Thermomix, ich habe ja heute keine Torte gemacht, aber man kann dann sehr guten Guss über eine Torte da drinnen machen. Mixen und dann aufkochen, weil sonst müsste ich das in einen Topf hineingeben und dann die ganze Zeit rühren. Und da ist noch so ein Butterfly, heißt man das, innen drinnen, dass das nicht knollig wird und sich nicht anlegt. Das dreht sich dann dabei beim Aufkochen und das ist, werden exzellente Soßen. Ja. Wenn man jetzt wirklich einmal eine super Torte, eine vegane machen möchte, dann hat man da die Möglichkeit dazu. Also wieder auf Stufe 5, aber nur ein paar Sekunden. Ein bisschen muss ich noch. Bitte? Man kann auch Gemüse kochen, da gibt es noch einen Aufsatz dazu, der ist also dabei, wenn man den kauft. Und kann, also ich kenne einige vor allem Singles, weil das also sind kleinere Portionen, also für eine große Familie ist es zu klein. Aber Single kochen, ich kenne eine, die kocht nur mit dem. So, schauen wir.
Zitrone, wie viel ist schon gepresst? Ja, also brauche ich schon noch, für die anderen Salate braucht man mehr. Wir kommen jetzt, ja, die können alle, ich habe es ausgerechnet so, dass wir alle brauchen werden wahrscheinlich. Ja, damit ihr eine Orientierung habt. Wir haben ja eine große Menge zubereitet. Ich habe ja nicht gewusst, wie wir das hier bewältigen werden, aber wir sehen, wir kommen schon langsam zum Ende. Mit so vielen fleißigen Helfern geht das gut. Ja. Machst du das, dann hole ich gleich das Kräutersalz und das kaltgepresste Olivenöl. Ist das Granola schon fertig unten? Also was brauche ich für die Marinade? Zitronen, kaltgepresstes Olivenöl und Kräutersalz. Also das wär's. Oder normales Salz geht auch. Normales, gesundes Salz, ne? Ohne Kräuter. Man braucht nicht viel, weil die haben so einen super Eigengeschmack, diese Gemüse. Und dann gebe ich einfach ein bisschen Olivenöl dazu. Das wird jetzt vermischt. Haben wir schon durchgezählt, wie viele Personen wir sind, dass ich dann ungefähr weiß, wie viel sie davon bekommen? Möchte jemand bitte durchzählen, ob wir mehr wie 40 sind? Ja, wir haben ja noch Helfer auch dabei, aber mal die, die da hier im Saal sind. Schon 50. Also wir werden halt dann wirklich nur jeden vom Salat dann einen Koster geben. Vielleicht einen Esslöffel voll. So, dann werde ich noch kosten. Passt. Also das wäre jetzt fertig. Jetzt brauche ich noch jemand zum Helfen. Und zwar ist wieder eine sehr schwere Arbeit, nämlich die Karotten reiben. Aber man könnte grob reiben mit dem. Die kommen in den Mischsalat. Aber ich werde jetzt das Avocado-Dressing angehen. Auf das sind Sie ja sicher schon sehr gespannt. Ja, brauche ich einen Thermomix. Also Avocados sind jetzt bei uns auch schon sehr bekannt. Sie sind sehr wertvolle Vitamin-E-Spender und vor allem auch Fettspender. Gesundes Fett, also das ist wirklich das gesündeste Fett, auch in Oliven. Deshalb habe ich das jetzt so ausgewählt, dass Sie überall etwas dabei haben. Wir werden heute so und so keine großen Portionen haben. Wenn wir so viel sind, dann können wir uns sicher nicht überessen, weil es ist sehr nussreich alles. Und hier haben wir jetzt die Oliven geteilt und da verteilen wir dann einfach ein paar überall auf den Salat. Und die Avocados werde ich jetzt im Thermomix auch, weil die große Menge ist. Also ich zu Hause verwende diesen Mixer immer. Bitte, wo ist er, dass ich es zeige? Ich werde jetzt eine Marinade in diesem Mixer vorzeigen, denn das können Sie zu Hause auch machen. Oder Sie können in ein Glas oder in einen Becher mit einem Stabmixer, mit etwas Wasser, dann auch ein Avocado-Dressing machen. Und ich habe auch eine Zeit lang mir gedacht, naja, Avocado kriegt man nicht immer, machst wieder einen anderen Salat. Aber das habe ich sofort gesundheitlich gespürt. Also wenn der Körper an so etwas Wertvolles gewöhnt ist, der reagiert dann sofort. Und dann habe ich wieder angefangen, ich mache jeden Tag Avocado-Dressing für den grünen Salat. Und das ist wirklich, ich habe das an mir selber erfahren dürfen, für unsere Gesundheit oder für meine Gesundheit am wertvollsten. Vitamin E ist ein Zellschutzvitamin, also
Da können wir nicht genug haben davon, weil es eben gegen die freien Radikalen arbeitet in unserem Körper. Und freie Radikale kriegen wir ja jede Menge, allein schon durch die Auspuffgase, wenn wir in der Stadt leben. Also ich werde jetzt mit einer Avocado eine Marinade machen, damit Sie das einmal kennenlernen. Den brauche ich nicht mehr. Machen wir da einen Löffel. Manche Avocados haben einen großen Kern, manche einen kleinen. Das ist jetzt eine Sorte, die ich am liebsten habe, weil die nicht so schnell schlecht wird und nicht so braun. Manche sind, die die glatte Schale haben, sind oft mit so braunen Fäden durchzogen, die sind nicht so schön. Und ich mache das auch so, vielleicht gleich, dass Sie ein bisschen Bescheid wissen, wie man mit Avocados umgeht. Ich kaufe meistens harte, lasse sie zu Hause reifen und schaue immer, dass ich ein paar reife habe und dann wieder harte, dass ich jeden Tag eben, wie gesagt, auch diese Marinade machen kann. Sie können auch Brotaufstrich machen. Es ist sozusagen da auch eine Pflanzenbutter. So, da habe ich etwas drinnen, muss ich rausgeben. Ich bin schon neugierig, wie es unseren Zusehern geht vom Internet, ob sie noch Geduld haben. Wir sind bald am Ende. Also gerade, dass es ein bisschen bedeckt ist, so viel Wasser hineingeben. Es soll nicht so dünnflüssig sein, soll so ein bisschen dickflüssig werden. Dann gebe ich Knoblauch hinein. Eine, für diese Menge reicht eine. Dann einen Teelöffel. Ich nehme jetzt da nur vorne das Spitzel, also einen Teelöffel Kräutersalz für diese Marinade, für diese Menge. Und dann könnte man 2 Esslöffel Zitronensaft nehmen oder 1,5 Esslöffel, nicht zu viel. Das würde jetzt passen. Und das wird jetzt gemixt. Und dann haben wir schon unser sehr gesundes Dressing. Danke. Also die fertig machen die eine da, ja. Ich habe nasse Hände. Also das wäre jetzt schon die Marinade von der Konsistenz. Und jetzt mache ich die ganze Menge im Thermomix. Ja, bitte. Vielleicht, dass ich gleich dazu sage, Magdalena hat sich auch mit anderen noch bereit erklärt, anschließend, wenn es gewünscht wird, noch weitere Kochkurse zu machen. Denn das ist ja erst ein Anfang mit dem gesunden Kochen. Ja, mit den anderen Helferinnen. Die Magdalena hat auch bei mir die Ausbildung gemacht, den ersten Teil. Und sie möchte eben jetzt gern so arbeiten. Es war immer ihr Traum, eben so diese Gesundheitsarbeit auch zu machen. Vor allem hier jetzt in Stuttgart. Die, was nicht so schön sind, um ein bisschen das Braune ein bisschen weg. Gell? Mhm. Dann kannst du mal schon ein paar Knoblauch ziehen.
vielleicht halbieren. Wie viel werden wir brauchen? 5 Stück kann man schon nehmen. Ups, jetzt habe ich es verkehrt gemacht. So, jetzt habe ich es wieder verkehrt gemacht. Gut, das jetzt tun wir hier die Avocado hinein. Dann kommt Wasser dazu, Zitronensaft, aber ich bräuchte noch welchen. Deswegen. Aha, sehr gut, danke. Wunderbar. Nein, man muss sie schon ein paar Tage liegen lassen. Es wird unterschiedlich. Manche werden schneller reif. Die muss man bei Zimmertemperatur lassen oder mit Äpfel zusammen. Dann werden sie auch schneller weich. Ja, habe ich auch gehört, ne? Dass sie schneller reifen, in Zeitungspapier einpacken. So, jetzt kommt mal Wasser dazu. Ja, bis zum nächsten Tag auf jeden Fall. Wenn Zitrone dabei ist, dann oxidiert das nicht, sonst wird sie braun. Deshalb auch als Aufstrich immer ein bisschen Zitrone dazugeben und ganz frisch zubereiten. Mit der Gabel zerdrücken, ein bisschen Knoblauch dazu, ein bisschen Kräutersalz, ein paar Tropfen Zitrone und aufs Brot drauf. Ist ganz lecker. Knoblauch haben wir auch drinnen. So, jetzt werden wir das mixen und dann kann man schon den Salat mischen. Magdalena, könntest du verteilen? Und zwar, was noch hineingehört, gleichmäßig verteilt auf die 4 Schüsseln. Das, das, das und das. Und, ja, oben drauf und dann tun wir es vermischen. Gut, jetzt werden wir mixen. Und die Rosinen brauche ich noch. Wo sind die Rosinen? Ja, die Rosinen brauche ich noch. Und das Granola, wenn es fertig ist. Also das habe ich auf der höchsten Stufe gemacht. Also hier die Soße, also immer bedeckt mit Wasser. Gebe nie eine genaue Menge an, aber so geht das ganz gut. Jetzt werde ich kosten, ob das Verhältnis stimmt. Ja, passt auch. So, jetzt können wir es dann vermischen. Und wir werden das dann alles hier aufstellen. Und dann werden wir uns von den Personen, die jetzt aus dem Internet zuschauen, verabschieden. Wir werden jetzt alles, was wir gekocht haben, hier aufstellen. Wir haben einmal hier den Naturreis. Stellen wir mal schon her. Da gehen wir hin. Braucht noch einige Schöpfer. Wer bitte aus der Küche mir die bringen möchte? Ja. Nein, das ist nicht mehr heiß. Das kann man schon. Macht nichts mehr. Nein. Aber wenn Untersetzer da sind, ist natürlich noch besser. So.
Hier gehen wir mal den Deckel herunter, zeigen das. Das lassen wir auch hier stehen. Mal da nichts finden. Jetzt lassen wir uns dann die anderen Sachen bringen. Man kann jetzt die anderen Sachen schon heraufbringen. Vor allem das Granola, dass ich es noch vermischen kann. Also hier haben wir das gebackene Granola. So sieht das aus. Und ich kontrolliere immer, ob es ja trocken ist. Wenn man die, es müsste noch etwas stehen bleiben und trocknen. Also wenn man es jetzt auseinander nimmt, manche sind noch ein ganz klein wenig feucht drinnen. Ja. Aber wir haben das Backrohr gebraucht und deshalb ist es nicht gegangen. Aber ich zeige das einfach, man kann es auch so stehen lassen oder noch einmal ins Backrohr geben. Und bei hier haben wir also das Granola schon gebacken. Und da können wir jetzt Rosinen oder auch andere Trockenfrüchte dazugeben. Und wer möchte, kann noch etwas Cornflakes dazugeben. Die Kinder mögen das recht gern, wenn ein bisschen was von dem auch dabei ist. Also es wird vermischt. Wir lassen das jetzt einfach auch hier stehen. Also das wäre jetzt das Granola, wenn es fertig ist. Gehen wir zu den süßen Sachen herüber. Da haben wir die Pralinen. Ich möchte es unseren Zuschauern zeigen. Das sind die Karo-Pralinen. Hier haben wir die Eiweißsoße. Also das wäre die Eiweißsoße. Hier haben wir die Tomatensoße. Hier haben wir den Naturreis, ganz körnig. Also wunderschön gelungen. Und hier dieser Gemüsesalat oder dieser Mischsalat aus verschiedenen Wurzelgemüsen. Man sollte ja immer etwas aus Wurzelgemüsen machen und dann Blattsalat. So, na, brauchen wir nicht. Wir brauchen die Laibchen jetzt und die Walnussbällchen. Überall nur ein Blech, das ist vom Internet. Schau, Magdalena, das kannst du mitnehmen. Also hier haben wir noch ein Blech mit Granola. Und ich werde in der Zwischenzeit den Salat vermischen. Gehen wir hierher, damit alle zusehen können. Es ist wichtig, dass wir den sehr gut vermischen. Wenn es Ihnen zu lind ist, müssen Sie halt, ich koche es normalerweise nicht sehr salzig, dann müssen Sie halt ein bisschen nachwürzen. Aber wichtig ist jetzt bei dem Avocado-Dressing, dass wir das sehr gut vermischen. Mit sauberen Händen, bei der Menge wäre es natürlich günstig, wenn man mit die Hände hineinfährt. So ist es ein bisschen mühsamer. Aber für unsere Internetzuschauer, dass sie sehen, wie wir das machen mit der Marinade, wie wir sie vermischen. Und wichtig einfach, dass sie wirklich gut durchmischt ist. Muss schon ein bisschen länger durchrühren. Ja, hier haben wir die Walnussbällchen, dürfen Sie wieder betrachten. Schauen wir, wie, ja, unten leicht braun, wunderbar. Duften schon so herrlich. Müssen wir zählen, ob es für jeden passt, für jeden eins dabei ist. Sonst müssen wir halbieren. So, jetzt passt es, jetzt ist schön durchtränkt. Das wäre jetzt der Mischsalat, der bunte Salat mit Avocado-Dressing. Jetzt warten wir noch auf die Reisplätzchen. Ich gehe in der Zwischenzeit einfach zusammenmischen.
Also hier haben wir die Leibchen. Drehen wir sie um. So, dass sie eine schöne Farbe haben. Das wären jetzt die Sonnenblumenkernleibchen mit Gemüse drinnen. Stellen wir auch hierher. Rezepte können Sie bei uns anfordern. Hier haben wir jetzt die Reisplätzchen. Ich glaube, es tut Ihnen leid, dass Sie nicht hier sind. Aber Sie können das ja dann nachbacken. Ja? Ja. Hier haben wir jetzt die Kürbisschnitten, die mit Walnüssen paniert sind und die man eben auch zu einem Naturreis mit irgendeiner Soße, Tomatensoße oder Eiweiß essen kann oder auch Kartoffelpüree wäre auch geeignet. So, das haben wir heute nicht gemacht. Ich wollte eben einfach zeigen, wie man das mit Getreide kombiniert. So, dann gehen wir das hier her. So, danke. Ja. Ich vermische das jetzt. Haben wir jetzt alles heroben, was wir gemacht haben? Ja, es dürfte alles sein. Gut, dann möchte ich eigentlich abschließen jetzt für das Internet.